2013. Wir haben den Weltuntergang knapp überlebt. Frozen kam in die Kinos und Memes von überlangen zukünftigen iPhones machten noch immer die Runde. Neben dem knallbunten Plaster iPhone 5C konnte man seit dem 20. September auch das teuerste Modell, das iPhone 5S, für gerade mal 699 Euro erwerben. Und im Jahr 2024 habe ich das Ding nochmal für eine ganze Woche genutzt. Heilige Sch... Wie sehr hat man sich doch an die großen Smartphones gewöhnt. Mit einer sagenhaften Bildschirmdiagonale von 4 Zoll ist dieses IPS-Display hier einfach winzig. Gleichzeitig existierende Geräte wie das Galaxy S4 von Samsung mit ihren 5 Zoll galten dagegen fast als Fablets. Ebenso ein ausgestorbener Begriff. Und verglichen mit aktuellen Geräten... Ja, die Einhandbedienung ist göttlich und es ist auch aus heutiger Sicht mega hochwertig verarbeitet. Aber wer hiermit durch TikTok scrollen will, der braucht richtig gute Augen. Ach ja, und Zeit. Vor allem Zeit. Während Instagram nach, naja, gerade mal ein paar Sekunden Startzeit noch recht flüssig läuft, ist das hier das perfekte iPhone, um seine TikTok-Sucht zu beenden. Es gibt den Spruch, setz einen Menschen vor langsames Internet und sie offenbaren ihr wahres Wesen. Das ist das Gerät dazu. Woran liegt das? Naja, vor allem wohl an dem Apple A7-Chip hier drin, ein Dual-Core-Prozessor, der im unglaublichen 28-Nanometer-Verfahren produziert wurde. Junge, da konntest du die Bahnen noch per Hand löten. Aber es war der erste mit 64-Bit-Architektur und der wurde auch noch unterstützt von einem, in Zahlen, einem Gigabyte Arbeitsspeicher. Die Taptic Engine kam erst mit dem iPhone 6S, dementsprechend wütet hier noch ein alter Vibrationsmotor herum und du erschreckst fast, wenn der losrattert. Aber der einzelne Lautsprecher klingt echt nicht verkehrt, das konnte Apple damals schon gut. Und zu guter Letzt gab es hier auch noch einen Klinkenanschluss, der auch noch auf der Unterseite des Geräts sitzt. Hier war die Welt noch in Ordnung. Entsperren wir das schöne Gerät doch mal per Touch-ID und lassen das Betriebssystem auf uns wirken. iOS 7 kam standardmäßig vorinstalliert, mittlerweile läuft hier aber sogar iOS 12.5.7 als letzte verfügbare Version. Das ist eine Update-Versorgung, die selbst 11 Jahre später kaum irgendwo vorzufinden ist. Die Bedienung an sich sollte eigentlich keine großen Überraschungen verbergen. Dachte ich zumindest. Tatsächlich musste ich erstmal das Kontrollzentrum suchen. Ich hatte echt voll vergessen, wo sich das Ding versteckt. Ein Smartphone ist aber nur die Hälfte ohne dazugehörige Apps. Und auch hier muss ich sagen, dass gerade die alltäglichen Apps, auch wenn man hier immer eine ältere Version laden musste, sogar noch liefen. Ja, war jetzt nicht die flüssigste Erfahrung. Na gut, sag mal ehrlich, das Ding ist die volle digitale Detox-Tour. Jede App braucht etliche Sekunden zum Öffnen, sodass man das Telefon in der Zeit schon manchmal weglegt. WhatsApp hatte beim Einrichten ein kleines Auflösungsproblem und einen unsichtbaren Button. Instagram läuft, wie bereits gesagt, sogar recht gut. Und bei Snapchat kann man dank der 1,2 Megapixel Frontkamera Retro-Bilder verschicken, ganz ohne Retro-Filter. Aber Spaß beiseite, selbst wenn meine App nicht ging, wie im Falle von Lieferando zum Beispiel, dann hat man das einfach über die Internetseite gelöst und gut war. Das Einzige, was nun wirklich nicht mehr ging, waren einige Spiele und die Banking-Apps. Da gab es nur wirklich keinen Weg drumherum. Gespannt war ich übrigens auch auf die Kameras, denn 11 Jahre sind in der Technikwelt eine gigantische Zeitspanne. 8 Megapixel hinten und wie vorhin schon gesagt 1,2 Megapixel vorn sind mal eine Ansage und ich würde sagen, lasst die Bilder einfach mal auf euch wirken. Ich war früher übrigens überhaupt kein Apple-Fan, weil sie zwar total schicke Geräte hatten, aber ständig irgendwelche so Kleinigkeiten an sich hatten, die einem völlig auf die Nüsse gingen. Zum Beispiel, dass man, wenn man keinen Empfang hatte, keine WhatsApp losschicken konnte, was sich natürlich auf dem Dorf hervorragend macht. Beim iPhone 5S habe ich auch noch so eine Kleinigkeit gefunden, nämlich das hier. Diesen Kameraauslöseton kann man nicht stumm schalten. Ich meine, wieso? Ich muss damit, wenn ich durch die Stadt laufe und fotografieren will, den Lautsprecher zuhalten, weil es mir sonst auf den Zünder geht. Brachiale 1560 mAh umfasste der Stromspeicher. Nur so zum Vergleich,
Die hier hat 2500. Aber dafür, dass der Akku hier drin 11 Jahre alt ist und, naja, winzig, hielt mir das Ding immer bis zum Nachmittag durch und manchmal sogar bis abends, was vor allem auch an dem guten Standby-Verbrauch liegt. Aufgeladen werden konnte es dann natürlich nur per Kabel. Ganz offizielle Wattzahlen habe ich hier leider nicht gefunden. Da es aber damals immer nur mit diesem spuckihaften 5-Watt-Ladekabel kam, gehe ich davon aus, dass die maximale Ladeleistung nicht sehr viel höher ist. Sieht das scheiße aus. 11 Jahre ist es schon wieder her, dass das Ding hier erschienen ist. Und es war echt eine kleine Herausforderung, das als alltägliches Telefon zu nutzen. Vor allem ist es auch viel, viel schwieriger, sich an ein kleines Display zu gewöhnen, als umgekehrt an ein größeres. Und wie man hier gerade sieht, haben die Kameras in den 11 Jahren natürlich gigantische Fortschritte gemacht. Also das ist in der Technikwelt halt einfach ein Quantensprung. Trotzdem fand ich es ganz witzig, so ein Ding mal zu nutzen und ein kleines Retro-Review daraus zu machen. Wenn ihr noch ikonische Smartphones kennt, zu denen ich sowas auch mal machen soll, dann lasst es mich gerne wissen. So, das soll es nun aber gewesen sein mit meinem kleinen Retro-Review zum Apple iPhone 5S. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, naja gut, ich konnte wahrscheinlich kaum jemandem hiermit weiterhelfen, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.